Ja, einen schönen guten Adventsabend, ein besinnliches Hallo. Und wenn ich besinnlich sage, lieber Tom, ich sinniere gern über die Phase, wie ich dich kennengelernt habe. Ich habe Tom als Sporttrainer kennengelernt, dann als herausragenden Fußballer vor vielen Jahren, dann als Trainerprofi beim VfB Stuttgart und in der Türkei. Und irgendwann hat er seine Heilpraktikerpraxis hier in Böblingen eröffnet. Deswegen, lieber Tom, Heilpraktiker heißt für mich auch gerade zur Adventszeit nochmal zu sinnieren, was macht die Gesundheit mit mir? Wie stehst du zur Gesundheit? Wie definierst du Gesundheit? Ich definiere eine Gesundheit einfach als ein Stück Lebensqualität. Das heißt, wenn ich morgen früh aufstehe, dann möchte ich darüber entscheiden, was mache ich und wie ich das mache. Und das ist für mich schon mal Gesundheit. So, jetzt sagst du das so einfach und so klar und so puristisch. Und trotzdem weiß ich, dass du so eine riesen Facette an unterschiedlichen Möglichkeiten hast. Welche wählst du denn am gernsten gerade jetzt, wenn die Zeit kommt, wo man mehr Zeit vielleicht hat, wo man auch ein Stück weit mehr über Zeitraum verfügen kann? Welchen Tipp hast du? Ich gehe ganz normal raus in den Wald spazieren. Das heißt, man kann sich heutzutage gut anziehen, selbst wenn es kalt ist. Und dann gehe ich halt in den Wald. Und da gilt für mich eine Regel, ganz langsam durch die Gegend schlendern, weil dann sehe ich am meisten. Das ist ja völlig gegen den Trend. Raus aus der Beschleunigung, raus aus der Hektik, raus aus der WhatsApp-Kultur, so nach dem Motto, was geht die nächsten 5 Minuten? Und dann rein in die Langsamkeit. Ganz genau, das heißt, das Handy, Smartphone zu Hause lassen. Und einfach alleine mit sich selbst in den Wald gehen, die ganzen Gedanken abstreifen lassen und schauen, okay, wie wirkt der Wald auf mich? Was passiert jetzt momentan? Gibt es vielleicht neue Gedankenflüsse, neue Erkenntnisse? Du sagst es so in einer Lockerheit, da waren so viele Botschaften dabei. Und auf eine möchte ich nochmal eingehen. Handy daheim lassen, sagst du. Ganz genau. Ich Wir glaube. leben in einer hektischen, chaotischen Welt und das hat er mit dem Wald, mit dem Spaziergang oder mit meinen Vorhaben nicht zu tun. So, jetzt sind es ja zwei gegenläufige Aspekte. Das ist einmal rein in die Langsamkeit, rein in den Wald und noch weg mit dem Handy. Um dann welche Erkenntnisse am Ende des Spaziergangs zu haben? So einfach nur schon mal versuchen, wenn ich im Wald bin, zu schauen, nochmal, welche Wirkung hat der Wald auf mich. Das heißt, so entstehen da neue Gedankenflüsse, neue Erkenntnisse. Und auch unter dem Aspekt, mal was Neues zu machen. Ja, da gibt es ja dieses Sprichwort von Albert Einstein, wer immer das Gleiche macht und am Ende erwartet, dass was Neues rauskommt, ist es der Wahnsinn. Und das meine ich einfach, sich trauen, einmal, zweimal die Woche mal was Neues zu machen. Tja, mit diesem Wahnsinn sage ich herzlichen Dank. Das ist ja Wahnsinn, was du uns als Weihnachtstipp, als Adventstipp mitgegeben hast. Rein in den Wald, rein in die Entschleunigung, weg mit dem Handy und das vielleicht ein, zweimal die Woche. Für manche vielleicht dann auch ein drei- oder viermaliges, weil es so richtig gut tut, Tom. Ganz genau. Vielen Dank. Danke.